sind mal auf der Map Grundorf unterwegs. Nee, das ist nicht das die 76 Richtung Krankenhaus Wuppertal. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Bauernhof, ne? Das ist am einfachsten. Wir nehmen mal die Zeit vor, also Losfahrt 22, dann gucken wir die Zeit auf 20 vor. Ich würde sagen, es ist mal ganz schwierig zu machen. Mal Eiszeit. Was kriegen wir Nässe oder starker Schneefall? Ich würde sagen, starker Schneefall hört sich ganz gut an. Zack. Jetzt muss er erstmal alles wieder laden. Tür zu. Heizung an. Oh, hoppla. Einmal richtig hinsetzen. Fenster zu verschlafen. Smog um 3. Ich weiß nicht warum, aber meine Spiegel funktionieren nicht. Ah, hier, extra dafür. Ah, jetzt haben wir. Doch. Opa! Nicht gut gedacht. Ich bezweifle, dass sie da hinten einsteigen. Im Bus zu warm, alles klar, ist tiefster Winter und du läufst im T-Shirt rum, ja, kann ich verstehen. Ist dir da zu warm mit dem Bus? Hoppala, ey. Ich kann ruhig auch ne, so runterstellen. Ampel grün, das wäre sehr freundlich. Ich habe ganz leicht gebremst und er sich schleudern. Ah, alles klar.
So, könnten wir denn mal grün bekommen wegen Zeit und so? Das wäre freundlich. Also Zeit ist jetzt egal oder was? Geht doch. Der Scheiße. Ja, sorry, Unfall ist mir relativ. Oder wird in der Personalakte vermerkt? Halt. Bleib mal dann, wenn man sie braucht, dauert es am längsten. Darf ich jetzt losfahren oder? Vollidiot. Ja, zu spät, weiß ich. Läuft eine Person her? Das ist auch geil. Ich auch noch nicht. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch, hier, wenn ich da drüber fahre, mit über 5 km/h Personenschaden. Das hab ich. Ne? Und dann wird's mich nicht.
Autsch! Nicht so weit. Weit. Läuft ja wie geschmiert. So, Herr Kollege, was machst du hier? Einmal um auf den Bauernhof wieder. Krass. Und das alles ohne einmal zu halten oder halten zu müssen. Voilà. Okay, rückwärts gibt es kein ABS. Oh! Knappe Geschichte. Der lässt die Tür offen, ist ja krank. Die Zeit vor 50 dürfte passen. Nein. Keiner fahren heute oder was? Und dann erlegen wir vielleicht mal. Ist aber drin oder was? Der Fahrplan ist drin, das sieht man ja. Ach, warum will dann keiner fahren? Beziehungsweise, warum ist keiner da? Dann fahren wir wieder allein. Nicht umfahren, bitte.
Hallo. Das war aber sehr elanvoll. Das Hallo. Mal gucken, ob ETS wieder will. Und dann fahren wir. Lade ich vielleicht nachher noch mal. Guten Tag. Hallo. Geil. Das ist der Hammer. Rumgekommen ohne Rutschen. Was er da? Ich würde heute gesagt, was in mir. Uppala. Guten Tag, die Dame. So, hallo ist auch. Zeit, den Kreis zu fahren, weil da können wir nicht schon machen. Ist doch wohl ein Vollhorst der Oberklasse. Brems, Bruder, brems, brems, brems! Thank you.
Ja. Okay. Kann man mal Platz für den drinlegen? Ja, bestimmt auch dahin. Total genial, wenn ich die Handbremse anziehe. Achso. Hallo. Ist das warm hier? Hallo. Tschüss. Ja, im Bus ist es so warm. Alles klar. Das wisst ihr aber. Es hat eine Hitze hier drin. Ja, es wird ja schon kälter. Hallo. Und das Ganze ohne ABS. Bin ich noch vor dem Kollegen da?
geparkt habe, sieht das total beschissen aus, aber ich verstehe auch nicht, warum der jetzt gerade so abgeht. Das ist mir irgendwie gerade ein Rätsel. Die Tür war die ganze Zeit offen. So ein bisschen zu früh. Ich möchte die beiden jetzt. Ja, leid, ich kann ja nichts dafür. Oh, ich habe eigentlich schon viel länger gemacht, als ich wollte. Ja gut, bis dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt wie ihr seid. Bis dann. Tschüss.